Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Wir haben in Hannover zwei Männer, die bereichert wurden und zwar dabei das Leben leider verloren haben. Wir gehen auf diese Tat etwas ein. Ich erzähle euch die Hintergründe dazu und dann rede ich ganz am Ende noch mal kurz über das Bürgergeld-Video von gestern, weil da ist es zu ein paar Missverständnissen gekommen. Solltest du neu auf diesem Kanal sein, dann würde ich dich bitten, damit du kein Video mehr verpasst, den Kanal gerne zu abonnieren und das Video zu liken, damit wir mehr Leute erreichen. In Hannover ist es heute Nacht zu einer besonderen Bereicherung gekommen. Und zwar reden wir hier über den Tatort Spilothek. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr das Klientel in einer Spilothek so kennt. Das ist auf jeden Fall nicht gerade im großen Stile arbeitend und deutsch aussehend, um es mal vielleicht so zu formulieren. Es wurde jemand mit einer Stichwaffe angegriffen in dieser Spilothek. Dieser ist auch in der Spilothek leider verstorben und ein weiterer Mann ist in der direkten Nähe davon in einem Hotel. Ähnlicher Vorfall, auch dieser Mann im Hotel wurde mit einer Stichwaffe attackiert. Man weiß nicht, wie viele Täter es überhaupt gibt. Das ist noch völlig offen. Es ist auch noch ein weiterer Mann verletzt worden, der einem der beiden Männer helfen wollte. Wir haben sowieso Stichwaffen in ganz Deutschland jeden Tag und jede Nacht im Einsatz. Vollendete Bereicherungen, die dann leider für den Angegriffenen nicht so gut ausgehen. In diesem Fall sind es zwei 45-Jährige, die es nicht geschafft haben. Es ist sehr traurig, aber wir können davon ausgehen, sollten weitere Ermittlungsergebnisse herauskommen. Vornamen werden Staatsgeheimnis sein. Wir können uns vorstellen, was dort vielleicht passiert ist. Wie gesagt, wer ist mitten in der Woche um 2 Uhr nachts in einer Spilothek und an einem Hotel? Also ich gehe nicht davon aus, dass es Leute sind, die vielleicht gerade auf Geschäftsreise sind, um es mal so zu formulieren. Ich werde euch natürlich hier gerne zu dem Fall auf dem Laufenden halten. Das Video von gestern mit dem Bürgergeld ist nochmal ein bisschen was Besonderes. Und zwar geht es darum, dass das Bürgergeld gerade für deutsche Bezieher, wo das Jobcenter nochmal richtig schön den Daumen drauf hat, echt kein Zuckerschlecken ist. Es ist echt nicht schön, Bürgergeld zu beziehen, aber es gibt genug Leute, die vielleicht nicht deutsch zivilisiert sind, die den Leuten im Jobcenter halt komplett auf der Nase rumtanzen, weil sie sich dagegen nicht durchsetzen können. Die hören einfach nicht darauf. Und letztendlich ist es leider so, ihr wisst es selbst bei Straftaten, ob macht es einen Riesenunterschied, wer diese Straftat begeht, ob eine Sanktion folgt oder nicht. Gleiches ist natürlich hier im Jobcenter auch zu erkennen. Dementsprechend deutsche Bürgergeldbezieher, denen mache ich überhaupt keinen Vorwurf und es geht nicht darum, dass ich irgendwie Bürgergeld-Bashing betreiben möchte, sondern es geht einfach darum, dass das System einfach komplett ausgenutzt wird, halt nicht unbedingt von deutsch sozialisierten Menschen. Das soll es auch schon für dieses kurze Video gewesen sein. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und das Video teilst. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.